Hallo an alle, mein Name ist Ekaterina Kardakova, ich bin Opernsängerin, Vocal- und Präsentationscoach. In diesem Video möchte ich Ihnen über die Körpersprache und Gestik erzählen. In der Evolution entstand die Körpersprache viel früher als gesprochene Lauten. Die Menschen haben sich auf einem nonverbalen Niveau kommuniziert und konnten ziemlich gut verstehen, was die anderen meinten. Jeder Mensch ist mit eigener individueller Körpersprache geboren. Wenn wir die Kinder anschauen, sie kommen mit ihrer Körpersprache ziemlich authentisch vor. Dann lernen sie aber, wie man agiert, um bestimmte Ergebnisse zu erreichen. Mit diesen Erfahrungen verändert sich auch mit der Zeit das Verhalten, aber auch die Körpersprache. Nun, dieses Individuelle, diese Besonderheit jedes Menschen kann man nicht verlernen. Man kann aber das Wortschatz der nonverbalen Kommunikation vergrößern und verbessern. Die Körpersprache ist nicht nur Gestik oder Mimik, sondern das ist das gesamte Bild des Körpers eines Menschen. Schauen Sie sich im Spiegel an, beobachten Sie sich. Dann können Sie auch vermuten, wie die anderen Sie wahrnehmen. Beispielsweise, wenn Sie schulterbreit stehen, Ihr Oberkörper ist offen, vermitteln Sie den anderen eine bestimmte Offenheit dem anderen gegenüber, aber auch Selbstbewusstheit. Wenn Sie im Gegenteil zu eng stehen, Ihre Füße schauen nach innen und dann klappt auch Ihr Oberkörper automatisch zusammen, dann denkt der andere, dass Sie unsicher sind oder vielleicht Ängste haben. Die Körpersprache ist das wichtigste und das stärkste Kommunikationsmittel, die ganz viele Emotionen hervorruft. Wenn Sie über Ihre Körpersprache mehr lernen und Ihre Körpersprache bewusst ansetzen, können Sie nicht nur besser kommunizieren, Sie können auch die anderen viel, viel besser und schneller verstehen. Sie können auch sehen, was der andere denkt. Zum Beispiel, was meinen Sie, worauf schaut eine Frau oder ein Mann bei der ersten Begegnung an? Wahrscheinlich kommen bei Ihnen die Stereotypen hervor. Nun, seit Jahrtausenden hat sich ganz wenig verändert. Die Menschen schauen zuerst die Linien, die Konturen der anderen an. Ist dieser Mensch groß oder klein? Ist er oder sie mollig oder schlank? Dann schauen wir in die Augen. Will dieser Mensch den Kontakt herstellen? Wir schauen das gesamte Bild. Wie ist dieser Mensch energetisch oder ruhig, enthusiastisch oder melancholisch? Und wenn Sie mit Ihrer Körpersprache bewusst umgehen, können Sie auch eine bessere Kommunikation gestalten. Jetzt lassen Sie uns über die Besonderheiten der Körpersprache eines Leaders sprechen. Wenn er oder sie einen Raum betritt, man spürt es sofort. Er hat einen sehr starken nonverbalen Ausdruck, der viel Selbstbewusstheit, Autorität, aber auch Anziehungskraft vermittelt. Jetzt möchte ich Sie auf einige Punkte aufmerksam machen. Der Punkt Nummer 1. Der Leader hat eine starke Stimme. Generell. Ihre Stimme vermittelt und erzählt über sie ganz viel, erzählt über ihre Gedanken und Emotionen. Eine starke und tiefe Stimme vermittelt Selbstbewusstheit und Autorität. Im Gegenteil, eine leise oder eine hohe Stimme vermittelt ganz viel Unsicherheit und Ängste. Der Punkt Nummer 2. Der Leader nimmt seinen Platz. Er hat eine gute Haltung. Die Füße stehen schulterbreit, der Oberkörper ist offen und er bewegt sich im Raum und dadurch zeigt er seinen Platz und kann viel, viel besser das Publikum oder die Zuhörer ins Gespräch einbeziehen. Der Punkt Nummer 3. Der Leader strahlt eine große Energie aus. Er hat bewegliche Mimik. Die Augenbrauen sind hoch. Die Augen lächeln, die Mundwinkeln sind hoch, er gestikuliert viel und dadurch strahlt er ein großes Enthusiasmus aus. Der Punkt Nummer 4. Der Leader hält den Augenkontakt. Er schaut seinem Gegenüber direkt in die Augen. Dadurch verbindet er sich mit dieser Person oder mit diesen Teamgliedern viel, viel, viel
besser. Der Punkt Nummer 5. Der Leader äußert sich klar. Er kann auch über die schwierigen Themen sehr, sehr einfach und klar sprechen. Der Punkt Nummer 6. Der Leader zeigt Autorität. Er ist ruhig, spricht langsam und deutlich. Deshalb passen Sie besonders auf, wenn Sie eine Präsentation halten. Machen Sie nicht zu viele kleinere Bewegungen. Sie vermitteln sehr viel Nervosität. Aber auch sprechen Sie nicht zu schnell, sondern deutlich, langsam und ruhig. Das spricht für eine Stärke und Kontrolle. Der Punkt Nummer 7. Der Leader lächelt. Lächeln, das Lächeln ist wirklich ein Zaubermittel, den anderen Menschen, dem Gegenüber zu zeigen, dass sie offen für den Kontakt und offen für die Kommunikation sind. Was machen Sie mit Ihren Händen, wenn Sie sich ausdrücken wollen? Wahrscheinlich denken Sie, was mache ich denn mit meinen Händen? Die Macht der Gestik wird oft unterschätzt. Inwiefern? Wenn wir kommunizieren und dabei Hände nutzen, kommen wir viel ehrlicher und authentischer vor. Außerdem erhöht die Gestik die Charisma und die Aufmerksamkeit Ihres Zuhörers. Je mehr Gestik Sie nutzen, desto mehr bleiben Sie in Erinnerung. Spencer Kelly, der Professor für Psychologie und Neurowissenschaften in der Colgate University, hat in seinem Research deutlich gezeigt, dass Gestik ein großer Teil der Körpersprache ist. Die Menschen sind mit Gestik geboren, um diese Sprache genauso zu nutzen wie gesprochene Sprache. Außerdem beeinflusst die Gestik einige Aspekte, wie zum Beispiel die Gestik macht auf die Nachricht aufmerksam. Die Gestik hilft ihrem Gegenüber, die Nachricht besser im Gedächtnis zu behalten, aber nicht nur ihrem Gegenüber, sondern ihnen, um diese Nachricht noch deutlicher und besser zu sagen oder zu sprechen. Die Gestik lässt ihren Zuhörer besser die Nachricht verstehen. Das heißt, mit ihren Händen können sie auch kommunizieren, damit der Mensch noch besser Ihre Nachricht verankert. Also, wann können Sie wirklich diese Nachricht deutlicher zeigen? Wenn Sie die Zahlen, über die Zahlen sagen, zum Beispiel erstens, zweitens, drittens oder eins, zwei, drei, oder wir hatten drei verschiedene Punkte auf dem Programm, zeigen Sie es. Eins, zwei, drei. Je mehr Sie zeigen, desto besser wird im Gedächtnis Ihres Zuhörers diese Zahl verankert. Dann zeigen Sie die Unterschiede. Groß, klein, breit, eng und so weiter. Wenn Sie über die Emotionen sprechen, beispielsweise wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten, die auch sehr, sehr eng mit Emotionen hängt, zeigen Sie, gestikulieren Sie hier im Herzbereich. Zeigen Sie deutlich auch Verschiedenheiten, das heißt beispielsweise zwei verschiedene Teams, zwei Mitarbeitern, zwei Mannschaften. Und verbinden Sie sich noch mehr mit Ihren Zuhören in You and Me Message. Was meinen Sie? Haben Sie irgendwann überlegt, was die Hände machen? Was sind bei Ihnen noch im Kopf als im Gedächtnis geblieben und so weiter? Also You and Me Nachricht hilft sehr, die Verbindung mit Ihrem Zuhörer oder mit Ihrem Publikum noch deutlicher herzustellen. Was Sie noch oder wie Sie noch Ihr Gestik optimieren können, ist, wenn Sie im Rahmen oder besser gesagt, gestikulieren Sie im Rahmen der Brust und zwischen Brust und Taille. Warum? Wenn Sie zu hoch oder zu tief gestikulieren, das kommt sehr unehrlich und unauthentisch vor. Nutzen Sie die Gestik nicht immer, sondern um eine bestimmte Nachricht und ein bestimmtes Wort zu betonen. Und passen Sie bitte auf, dass Sie nicht zu viel gestikulieren, weil zu viele Bewegungen vermitteln Nervosität und chaotische Gedanken. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Ideen und Inspirationen geben, über eigene Körpersprache
und Gestik mehr zu recherchieren und mehr zu beobachten, aber auch bewusst ihre Körpersprache einzusetzen. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir in die Kommentare. Ich bin sehr froh, von Ihnen Fragen zu bekommen. Ich beantworte sie auch sehr gerne. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Ciao.